Hallo, ich nehme euch heute mit zum Mittagessen kochen. Bei uns gibt es heute Rahmensuppe. Ja, ich habe gedacht, das interessiert vielleicht den einen oder anderen, denn im Moment machen viele Rahmensuppe selbst. Irgendwie ist das so ein bisschen Trend geworden oder ja, keine Ahnung, woran das liegt. Gibt es ja schon immer, aber auf einmal wird es überall gemacht und man kriegt die Zutaten auch alle. Genau, ich werde die Rahmensuppe machen mit Hühnchenfleisch. Das habe ich hier schon hingelegt. Werde ich gleich noch in kleine Stücke schneiden. Und die restlichen Zutaten habe ich alle hier schon so versammelt. Bis auf Eier kommen auch noch dazu. Ich habe die Enoki-Pilze, Miso-Paste, Sojasauce, Mais, Frühlingszwiebeln, das ist getrockneter Wakame. Ingwer, Knoblauch habe ich hier schon, also den Knoblauch habe ich hier schon klein geschnitten und den Ingwer noch nicht. Den habe ich ein bisschen geschält. Muss man ja nicht unbedingt, aber ich kenne ja meine Kinder. Hier sind die Nudeln, die Mienudeln, Hühnerbrühe, Sesamöl, normales Öl, alles vorhanden. Ich muss dazu sagen, das Rezept habe ich selber noch nicht gekocht. Ist also mein erstes Mal. Ich nehme euch jetzt einfach mit und dann lassen wir uns mal überraschen, wie gut das gelingt und schmeckt. Ich werde jetzt erstmal hier das Hähnchenfleisch in kleine Stücke schneiden. Zwischenzeitlich mache ich hier schon mal Öl in die Pfanne und die auch schon mal an. Wird jetzt mit Pflanzenöl angebraten, also gar gebraten. Hier hinten setze ich schon mal Wasser jetzt auf für die Eier. Genau, das wird jetzt nicht braun gebraten, sondern nur gar gebraten. Pickeldruck. So, die Eier kochen dort. In der Zeit werde ich jetzt schon mal den Ingwer klein hacken. Oder klein schneiden, wie auch immer. So, das Fleisch ist, glaube ich, fertig. Ich lasse noch mal kurz anbraten ohne Deckel. Eier kochen jetzt auch. Da mache ich mal eben eine Stoppuhr. Alexa, wecke mich in 6 Minuten. 6 Minuten, ab jetzt. So, das Fleisch ist gar und die Eier sind auch fertig. Die schütte ich eben ab. Die Eier lasse ich jetzt erstmal hier abkühlen. Danach muss ich die pellen und halbieren. Die kommen dann hinterher drauf. So, den Wakame. Keine Ahnung, ob der so ausgesprochen wird. Ihr wisst ja, ich habe da immer nicht so viel Ahnung. So 2 Esslöffel stand in der Anleitung. Heißes Wasser gieße ich da drüber. Der muss da ein bisschen einweichen. 10 Minuten. Alexa, Wecker auf 10 Minuten. 10 Minuten, ab jetzt. So, Ingwer und Knoblauch wird hier drin gedünstet. Im Sesamöl. So, das muss jetzt erstmal ein bisschen dünsten. Bis es anfängt zu duften, steht dabei. Duftet schon, aber nur nach dem Sesam. So sieht das jetzt hier aus, weicht jetzt hier ein. Und das hier fängt langsam ein bisschen an zu brutzeln. Ich würde sagen, es duftet 1,5 Liter Wasser. 1 Liter. Jetzt mache ich Hühnerbrühe dazu. 3 und 4. 3 Esslöffel helle Miso-Paste. Und 1 Esslöffel Sojasauce. Ah, sollte man aber vielleicht erst öffnen, die Flasche. Dann kommt eigentlich noch ein bisschen Sake dazu. Den habe ich jetzt weggelassen, weil ich mir nicht sicher war, weil die Kinder das ja auch essen wollen. Und ja, ich jetzt auch nicht sicher war, wie dringend das vom Geschmack her nötig ist. Könnt ihr natürlich ja trotzdem dazu machen. So, das muss jetzt erstmal aufkochen. In der Zeit werde ich jetzt hier die Eier pellen. Die sind hinterher ja nur zur Deko eigentlich. Also klar zum Essen, aber die kommen hinterher oben drauf halbiert. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit eben schnell die Pilze kurz ein bisschen anbraten im Sesamöl. Ein bisschen verrühren, weil die Miso-Paste sich noch nicht so richtig aufgelöst hat. Ich tropfe schon mal den Mais ab, der kommt auch hinterher oben drauf. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Frühlingszwiebeln in der Vorbereitung. Die werde ich jetzt mal eben hier zumindest schneiden. Die kommen ja auch oben drauf. Das ist ja auch alles eine Geschmacksfrage, was man sich da drauf macht. Da passt auch dieser Krebsersatzfleisch da, dieses passt auch darauf. Andere Pilze,
Ja, die Pilze sind auch gut. Ich habe die jetzt auch schon ausgemacht. Die Suppe fängt jetzt auch langsam an zu kochen. Wir kochen jetzt den Butter rein. 3 Nester. Und die müssen 3 Minuten kochen. So, ich habe jetzt hier eine Schüssel nur mit ein bisschen Suppe und Nudeln für die Olivia. Und ich habe hier für uns ein bisschen mehr Suppe. Mache ich jetzt jeweils ein Ei rein, ein bisschen Frühlingszwiebeln, ein paar von den Pilzen, fast vergessen, wir haben ja auch noch Fleisch, ein bisschen Mais und ein bisschen getrockneter Wakame. So sieht die Ramen-Bowl-Suppe dann aus, nicht so schief halten. Wir werden sie jetzt mal essen, probieren und dann gebe ich euch auch noch ein Feedback, wie sie schmeckt. So, endlich komme ich dazu, mich zurückzumelden. Es ist schon ein Tag vergangen wieder. Aber wir haben gestern gegessen und dann musste ich direkt los die Rosalind abholen. Dann hat sie gegessen. Dann ging es der Olivia plötzlich schlecht. Also Fazit, das bin ich euch noch schuldig von der Rahmsuppe. Ich fand sie super lecker. Die Rosalind fand sie auch sehr lecker. Aber für sie hätte der Ingwer weggekonnt. Die Kinder mögen halt keinen Ingwer und den hat man schon stark rausgeschmeckt. Und ich habe den jetzt auch nicht so ganz klein gehackt. Also hatte man auch mal Stücke dazwischen. Ich fand es sehr lecker. Sie halt nicht so. Aber ansonsten fand sie die Suppe super. Patrick geht so und Olivia hat nicht mal probiert. Ja, der ging es wahrscheinlich da schon schlecht. Alles in allem kann ich das Rezept auf jeden Fall empfehlen. Ich fand es sehr lecker und ich fand es auch nicht so aufwendig. Also es kommt darauf an, wie viel Komponenten man dann noch draufpacken will. Das ist halt der einzige Aufwand. Ansonsten war die super schnell gemacht. Das war's dann auch schon mit dem Video. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut darüber, dass mal wieder ein Rezepte-Video kommt. Und ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!